Zurück im Dschungel von Lonesome Road, der eigentlich eine Wüste ist, die eigentlich ein Canyon ist. Wir sind zurück. Die eigentlich in der DLC ist. Folge 302 und wie mussten wir denn das Dings aktivieren? Das Dings? Das, was das wir gerade gefunden haben. Das Upgrade. Ist es schon? Krasses ja. Shit. Na okay, dann lassen wir das einfach so, wie es ist. Kam ich jetzt von hier? Nee. Nee. Wo kommen wir denn jetzt raus? Juhu, Luft! Licht! Aha. Ach. Ach. Einfach nur einen Ringel gelaufen. Das ist halt, natürlich halt, cool. Halt, wir sind ein Stockwerk höher. Warte mal, dort liegt einer. Oh, das ist ja und sogar... Und der hat eine Panzerbüchse. Präzisionsgewehr, aber... Ach nee, ein Präzisionsgewehr. Nee, das kannst du weghauen, da haben wir schon einige. Kann man damit nicht unsere Panzerbrücke reparieren? Die Panzer... Weiß ich nicht. Muss man probieren. Die Panzerbüchse reparieren. Ihr merkt, mir geht's echt gerade irgendwie... Panzerbüchse? Ich bin echt irritiert. Nein, kannst du nicht. Das nee, doch, du musst die Panzerbüchse anklicken. Nee, jetzt reparieren? Nee, geht immer noch nicht. Ah, das ist ein guter Zustand. Das ja, wir haben braucht auch das die gleiche Munition. Im selben. Aber es braucht eine andere Munition. Ich lasse es jetzt einfach mal hier. So schlimm ist es jetzt nicht. Und dann beschwerst du dich wieder, wenn wir hier keine Waffen mehr tragen können. Und du nicht springen kannst, weil du einfach zu schwer bist. Ich will auch gar nicht springen. Niemand hat die Absicht zu springen. Wirklich niemand? Ich bin mir relativ sicher. Warum auch? Das ist anstrengender. Ja, eben. Das bist du gesprungen übrigens. Das hört sich nach Arbeit an. Was? Du bist über den Automaten drüber gesprungen. Nein, ich bin drüber gefallen. Ah. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Alles klar. Ja, nee, verstehe ich. Dann nur ein Unterschied, ob man da einfach mal zufällig fällt. Zufällig. Und bewusst springt. Meine Nier spinnt. Aufbereitetes Wasser. Vorkriegsgeld. Aufbereitetes Wasser ist immer ganz gut. Projizieren irgendwo. Naja, wir wollen mal gar nicht so sagen. Wir gehen jetzt mal wieder den Hauptweg entlang. Dort geht's auch hoch. Nee. Nee? Schade. Stell sie ja eiskalt ins Feuer. Ha? Na, seit ich weiß, dass uns das nichts tut, hat das tatsächlich ein bisschen an Reiz verloren, das Feuer. Aber wir können brennen. Echt? Stimmt, das sieht man an diesen Leuchtraketen oder Leuchtgranaten. Leuchtpistolen, das Wort habe ich gesucht. Ich bin partiell verwirrt. Wo ist denn... Zeit schon. Ich sehe... Eine Tornisterladung. Was war das nochmal? Keine Ahnung. Tornisterladung. Ja, wir gucken mal. Halt, müsste ja bei... Ne, wo ist der? Ach, hier Munition gibt's selbst extra, meine ich. Das ist gar keine Munition. Okay. Ich glaube, das waren irgendwelche... Ich glaube, das waren so eine Art Minen. Ach, das genau. Ist das, wo ich die ganze Zeit reintrete immer. Vermutlich. Ja. So. Oh... Noch ein bisschen Wasser getrunken. Finden den Sprengkopf kannst du wegmachen. Ja. Ah. Ja, das hatte ich auch vor. Diesmal aus sicherer Entfernung. Oh man, das ist immer wieder der Spaß. Hier geht's nicht rein, ist vielleicht doch besser so. Auch nicht, aber hier muss es doch. Jawohl! Ist die Frage, ob man hier auch wieder rauskommt. Natürlich. Ohne springen. Ich könnte hier sterben, aber ich behalte dabei meine Meinung. Dein Mann ein Wort, aber er kommt tatsächlich ohne springen raus. Siehste, ich fass es nicht. Alles easy. Selbst hier komme ich ohne springen raus. Hier wäre ich sogar schon reingekommen, ohne aufs Dach zu kraxeln. Allerdings... Gibt es hier wie so oft nicht viel zu holen. Sie sehen, ich bin nicht gesprungen. Und waren wir denn hier? Ne, wir waren hier noch gar nicht, oder? Doch. Da waren wir. Die Verwirrung ist groß. Die Verwirrung nimmt zu.
Und immer so diese Vibration. Das sind wie die Bohrer aus Borderlands 2. Hm. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Handsome Jack hier nach Iridium bohrt. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht hat er sich ja durch Borderlands durchgebohrt und ist hier angekommen. Ja, ich finde, die Erklärung ist so gut wie jede andere. Warst du hier schon? Nee. Ich kann es beim besten Willen nicht genau sagen. Ich glaube aber nicht, weil das Treppenhaus kommt mir unbekannt vor. Da habe ich noch nicht mein Zeichen an die Wand gesprüht. Kein Schachbrett hinterlassen. Genau. Ich glaube, hier wollte ich die ganze Zeit schon mal hoch. Willst du schon immer mal hoch? Irgendeins der Dächer wollte ich gern hoch, ja. Geld, ja, Geld kann nicht schaden, Geld stinkt nicht. Ja, sag das nicht so pauschal. Wenn du aus der Toilette ziehst. Ich weiß ja nicht, wo du dein Geld aufbewahrst, lieber Robert. Ja, an einem sicheren Ort. An einem stillen Ort wahrscheinlich eher. Oh, an einem stillen Örtchen. Das ist gut zu wissen. Falls ich mal wieder Geld brauche, gehe ich einfach wieder bei dir aufs Klo. Halt, Arzttasche, das kann ja nur... Ich weiß ja nicht, wo aufs Klo. Du hast ja bloß drei Toiletten, auf einer wird schon sein. Ja gut, ich habe die Aussage falsch formuliert. Ich wollte sagen, du weißt ja nicht, wo auf Toilette ich das Geld da verstecke. Ach so, ich dachte, du meinst bei dir zu Hause. Naja gut, aber wir gehen jetzt einmal ständig mal die Hypothese auf, dass du nicht so blöd bist und dein Geld bei irgendjemand anderem versteckst. Ja, aber selbst dann weißt du ja immer noch nicht, wo ich es auf der Toilette, sag mal, wenn du jetzt... Ja gut, aber so groß sind die Bäder ja nicht. Ja, aber vielleicht ist es irgendwo versteckt, wo du nicht hingreifen möchtest. Aufgabe hinzugefügt. Na toll, jetzt ist diese Untertitel, haben die haben uns... eine Sidequest. Erstaunlich, ne? Aber wir haben es abgeschlossen. Ach nee, das ist der Hauptquest. Schusswaffen oder reparieren. Wir nehmen lieber reparieren. Klingt, als wären deine primären Stabilisatoren zersprengt, dass du so lange durchgehalten hast. Was war das? Das klang nicht gut. Raider wie Anfänger, ich hätte dir nachgestellt und dich gewinnbringend verschrottet. Okay. Das Glück, dass du ihnen entwischt bist. Die hätten dich im Nu verscheppert. Das klingt nicht gut. Aber dafür, dass es nur ein Roboter ist, haben sie das echt gut hingekriegt. Ja. Kein Wunder, dass du es nicht bis Navarro geschafft hast. Naja, keine Zeit. Hätten wir es jetzt nicht reparieren können, die primären Schaltkreise? Ich meine, wir können doch jeden Scheiß reparieren, oder? Beziehungsweise Hubert kann, oder Hubert 2, wie er ist, kann ja auch uns Sachen reparieren. Warum kann er sich denn nicht selber reparieren? Warum ist denn sich das jetzt auf, oder? Was? Ne, hier so diese Helligkeitsschwankungen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Ah, du siehst die auch. Ich sehe die auch, ja. Achso, wir sind in der Höhle. Das erklärt einiges. Also bestimmt Tunnelgräber. Genau, du machst das mal, Hubert, und ich guck derweil mal, was unsere Sidequest ist. Wir müssen nämlich durchqueren sie die Höhle des Abaddon. Das ist die Sidequest. Jo. Was ist denn eigentlich... Ach ja, richtig. So, na gut, dann... Hoppala. Dann nehmen wir mal eine Waffe, mit der wir mehr anfangen können. Genau. Nein. Ach Mann, wenn du die nie einsetzt, dann macht die gar keinen Spaß. Dann nutzt sich der Spaß aber zu schnell ab, Robert. Nein. So ist es nämlich. Sag mal, du hast wohl nicht mal alle Tassen im Schrank. Was soll denn das? Also, nee, so eine Ungezogenheit. Da lootet man in aller Ruhe. Und nimmt auch noch die falsche Waffe. Also, die Shotgun, die macht auch Spaß. Ich verstehe gar nicht, was du hast. Wir müssen nicht so immer Big Bada Boom machen. Doch. Big Bada Boom. Kann aber auch damit. Nee, tatsächlich. Wir haben nicht mehr viel Moon dafür. Das ist, Hoppala. Das ist gewissermaßen traurig. Moon! Moon für die Shoddy! Wasser, Jet, Stimpak. Auch toll, aber ich brauche Moon! Denkst du, wenn du es jetzt apathisch rufst, wird es besser? Apathisch ist es nicht, es ist eher verzweifelt. Jetzt ist er noch besser, Wisser.
Nee, das wünsche ich dir gleich gar nicht, dass du Moon findest. Kann ich ja nicht mit jedem Scheiß geben. Durchkommen lassen, den du so von dir gibst. Nee, du kannst. Doch, warte, kannst du. Da will ich aber nicht. Das ist schon seit 18 Jahren. Ja. Und warum jetzt ändern? Ich bereue es seit 18 Jahren. Das funktioniert, Matze. Nur weil es für dich funktioniert, funktioniert es für mich noch lange nicht. Autsch. Ah, gut, dass wir hier mal so ehrlich sind. Es wird Zeit nach 300 Folgen, oder? Ja, 302. Bam. Sag nicht mehr. Kein Trick mehr. So. Ach, Robert. Ich hab's doch so gemeint. Ein Spiel zu kochen. Nein! Das wirst du lassen. Er hat's nicht gelassen. Leer, wie wär's mal mit Waffe wechseln? Frage nur. So, Mr. Contenance hat gerissen, hat geregelt, hat zugeschlagen. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagen soll. Auf jeden Fall war ich grundsolide. Höhlenpilz, Gewicht 2. Siehst du, weil du den ganzen Scheiß immer mitschleppst. Die Blumen, die ich mitnehme, die wiegen wenigstens kaum was. Aber du mit deinem Gerümpel. Ja und? Du kackst uns jedes Mal das Inventar voll. Das ist gar nicht wahr. Jetzt kommen die ganzen Meldungen, da ist er gar nicht hinterhergekommen. Was für Meldungen denn? Nee, hier oben Bein verkrüppelt, Arm verkrüppelt. Was, geht's mir so schlecht? Nein, nicht du, den anderen. Ach so. Weil du hier mit deinem roten Schein dort alle niedergemäht hast. Das ist ein riesiger Tunnelgräber. Ja, tatsächlich. Ja. So viel größer ist er gar nicht. Oder? Ja, weiß nicht, es ist jetzt. Boah, sieht das heftig aus. Nein, du gibst mir jetzt nicht High Five ins Gesicht. Hör auf mit dem Scheiß. Hubert, ich muss nachladen. Mach mal was Sinnvolles und töte den. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich glaube, du hast da schon mal reingeguckt. Ja, aber ich war nicht fertig. So, da hinten. Nee, irgendwo habe ich doch in einer Art Erdspalte was entdeckt, aber kann auch sein, ich irre mich und sehe schon Dinge, die gar nicht existieren. Das wird wohl so sein. Das wäre natürlich in hohem Maße fatal, aber nicht zu ändern. Wo kommen wir denn hier rein? Das sieht nicht so aus, was? Im Endeffekt gibt es auch nur Schutt und Schutt, das ist auch schlecht für uns, weil schwer. Ich weiß zwar nicht, wer hier gearbeitet hat, aber es sieht aus wie. Das sieht aus wie eine eingebrochene Stadt. Ein Informatikerlabor. Was ist das dort? Ach so, ein Autodocker. Dunkel und unterirdisch. Ja, es sieht aus wie ein Autodock. Den werden wir auch gleich mal nutzen. Untersuchungen durchführen. Hammer vorbeugen, weit öffnen. Ja, genau. Man weiß ja nie und weil wir nämlich nur untersuchen wollten, hat er uns auch gleich geheilt. Das erscheint mir plausibel. Wie wenn ich mein Auto in die Werkstatt schaffe und sage, guck mal nach, was falsch ist, und wenn ich zurückkomme, habe ich fast ein neues Auto. Oder ist es richtig kaputt? Oder ist es richtig kaputt, da haben wir in der falschen Werkstatt. Warum hat er denn automatisch die Waffe weggesteckt? Das halte ich in hohem Maße unklug. Smile. Die stehen aber immer, wenn wir die finden, ha? Ja, ne? Aber der lacht nicht. Dafür wurde das immer mal gelacht. Nö, aber hier unten stand der Smile an der Wand. Da wurde es ihm eindeutig aufgetragen zu lachen. Deswegen ist er bestimmt auch gestorben. Ihm fehlte das Glück in seinem Leben. Mensa, hat es nicht mal ausgehalten. Das weiß man nicht. So, aber wirklich was
Nützlich ist es in den Aktenschränken bislang nicht drin, mal ab und zu. Nächste Woche in Die unglaubliche Odyssee von Ralphie, dem Roboter. Ralphie, schnell! Wenn dich der alte General Winters schnappt, schaffst du es nie bis nach Hause. Nein, Ralphie, flieg weit, flieg schnell. Schaltet auch nächsten Samstag wieder ein und seht den spannenden letzten Teil. Nur auf dem World Tech Kanal 9. Eddie? Was machst du hier ganz alleine? Und wer hat die alten Videos eingeschaltet? Komm, wir bringen dich in deine Ladestation. Morgen haben wir unseren großen Tag. Ich habe gerade ein bisschen Probleme, die Chronologie hier zuzuordnen, was hier wann passiert ist. Hm. Auf einmal wird mir aber einiges klarer. Das passt perfekt zu deiner letzten Aussage. Alles wird gut. Ja, ich bin mir sicher, Ralphie, der Roboter, wäre sehr stolz auf dich. Oh Gott, jetzt haben wir ja fast hier den Höhepunkt verschafft. Ist das dein Ziel, die Heimat finden? Oh, keine Angst, ich lasse nicht zu, dass dich böse alte Generäle holen. Das kann ich verstehen. Was glaubst du, warum ich Kurier geworden bin? Melancholisches Piepsen, habe ich auch so gehört. Naja, egal, wir müssen weiter. Und zwar schnell und weit. Wow! Na dann, gib Stoff, Eddie. Och, erstmal schlafen. Und nachdem du geschlafen hast, lieber Matze, können wir auch die Folge beenden. Ist nicht wahr. Es ist wieder mal soweit. Das ist ja der Wahnsinn. Dann war das Folge 302. Du hast nur extra groß und breit angekündigt, aber jetzt ist es ja wieder einfacher, sich die Folgen zu merken. Also, so läuft du das, weißt ja, wie ich zu meinen Ankündigungen stehe. Naja gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da könnt ihr aber darauf wetten, dass wir die Ankündigung wahr machen. Also dann, bis dahin. Ciao. Ciao.